Hallihallöchen, Jacob ist also Geschichte. Und was jetzt? Wir haben die besten Sonnenuntergänge der Welt. Mein Lieblingsfach im Unterricht zu Hause war Warten. Mama war die beste Lehrerin. Ihr seid ja auch da. Ja, herzliches Hallöchen und herzlich willkommen zum Video. In der letzten Folge haben wir ein bisschen früh gesoffen. Ah, mir tut der Kopf weh. Ja, da ist eine gefährliche Klapperschlange. Die will die Fußgänger wieder. Die muss die beseitigen. Das müssen viele. Ach, gut. Gut. Der Gehweg ist wieder gesichert. Ja, wir sind immer nur ein bisschen ohrtrunken, wie gesagt. Das war gut, was du mit Jacob gemacht hast. Du meinst die Schlange? Ja, ich weiß, das war gut. Ja, und weil es so gut war, ist es ja perfekt, gleich nach dem Saufen erstmal was Sportmäßiges zu machen, um den Körper wieder in Schwung zu bringen. Deswegen. Der größte Stuntman in der Milchstraßengalaxie, sein gesamtes Körperhaar ab und erschuf daraus den Prototyp eines Wingsuits, um die poperzenverkrampfende Spannung des menschlichen Flugs zu erleben. Freude wurde rasch zu Pein, als auf dem Weg nach unten der Ast eines Baumes seine Oberschenkelarterie durchbohrte. Zum Glück sorgte der Blutverlust für mehr Auftrieb und eine bessere Aerodynamik, sodass er zum Herrn der Flüge werden konnte. Ein Stunt, der nie wieder seinesgleichen sah. Ich bin zwar besoffen, aber eigentlich nicht blöd, aber... Na gut. Ja, da gucken ein paar Frauen zu. Da müssen wir jetzt echt was Cooles machen. Sonst können wir die uns nie angeln. Da ist ja nichts Spezielles gibt anscheinend. Hey. Oh. Gott. Wie jetzt? Ich hatte doch von Anfang an kein Wingsuit an. Okay. Jetzt wollte ich mir eigentlich noch einen hinter die Binde kippen, aber das Spiel erlaubt es mir nicht. Sonst schaffe ich es nicht. Gut. Doch gar keins. Es ist gar nicht möglich, von diesem Sprung aus dem Wingsuit zu starten. Anstatt ist es einfach wie startet. Aber nee, es muss ein Ladebildschirm erstmal kommen und dann wieder ein Countdown. Warum auch nicht? Ja, danke. Ich bin aber immer noch zu fad, das ist nicht gut für mein Bord. Ich hoffe, du und diese Kinder. Oh Gott. Und die Eltern haben wir verfehlt. Und nicht gut. Aua.
ne. Ach, der Arschlochsisse. Ach, könnte ich auch sein, ein bisschen. Ich sollte vielleicht die Ringe ein bisschen treffen. Und das man ihn eben hier im Spiel, man ja eigentlich auf dem Klo gerade. Aber geht schon. Es geht schon, Leidels. Das man schafft. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Vorhin habe ich das auch, kannte ich auch erst auf diesen Felsen runter. Ey, das Spiel verarscht einen aber richtig, ne? Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Und dieser unnötige Countdown jedes Mal. Ich weiß doch, dass es losgeht. Ja, es geht nur, wenn man sich fallen lässt. Finde ich, ist ja lustig. Halt die Klappe! Ich bin besoffen. Leicht aggressiv zu machen. Stimmt gar nicht, das kommt erst nach dem nächsten Ring. Ja, wir sind doch gar nicht in Asien. Ja, das war nicht gut. Ah, verdammt. Jetzt hat euer Wasser einen bestimmten Mix. Ach. What war das denn? Ach Gott. Ach. Ach, geschafft. Puh. Bin ich fast wieder wach. Jetzt bin ich fast wieder wach. Ja. Erstmal umziehen. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Derex-Klamotten. Wir sind alle ein bisschen vollgekotzt, wisst ihr. Da brauche ich jetzt wieder was Neues. Da, jetzt sehe ich aus wie ein richtiger Staatsmann. So muss das sein. So, jetzt stellt sich nur die Frage, wo wir jetzt hin müssen überhaupt, ey. Was ist das? Stechapfel. Ja, kann uns jetzt wurscht sein. Seeforelle. Fort Dumper. Dumpman. Oh ne, Trumpman. Dr. Sarah Perkins. Ich habe irgendwie Bock auf dieses Versteck hier. Kann ich da hinreisen? Nee. Leider nicht. Bo Adams. Da kann ich auch nicht hinreisen. Coin Slam. Jacobs Waffenkammer. Canley Damen. Vielleicht machen wir einfach mal so eine kleine Fahrt hier rüber und holen uns das. Sperma von nebenbei, das gibt einen so einen richtigen Antrieb. Da ist doch mal was. Wenn schon kein Auto in der Nähe ist. Oh. Na gut. Wird das Auto dadurch auch schneller? Oh, ich komm mir schneller vor auf jeden Fall. So.
aber schon vorbei. Schon vorbeigefahren. Okay. Einmal durch hier, danke. So muss das. Ich sollte echt aufhören, betrunken Auto zu fahren oder unter Drogen oder was auch immer ich gerade bin. Freut euch, kleinen Kinder. Haben die sich gerade in die Luft gesprengt? Ja, danke für die Munition. Finde ich gut so. Finde ich gut so. So. Was haben wir jetzt hier drin? Nur Schrott. Die Baseballkarten schon mal nicht. Die Drogen lassen endlich mal nach. Da haben sie ein paar Leute in die Luft gesprengt. Und mein Gott, wenn es ihnen gefällt, sollen sie es machen. Da will ich auch nichts gegen sagen. So, kann ich hier rein? Natürlich nicht. Müssen wir wieder durch irgendein Fenster kraxeln. Ja, ich wollte nicht drüber klettern, weißt du, Spiel. Und ich will auch nicht wieder raufklettern. So, oh. Ja, da hat, das ist ganz klar. Oh, die Sekte. Also die Geheime werden die niemals führen dürfen. So. Da haben wir den Vietnam-Comic schon mal. Dann hier haben wir noch ein bisschen Blissöl. Können wir nicht mitnehmen. Auch nicht mitnehmen. Können wir vielleicht noch irgendwelche Bömmchen bauen. Ne, ist alles voll. Oh, hier haben wir was zu lesen. Forschungsnotizen. Auch wenn der Canis Opus der beste Kandidat, also okay, so beste Tat für eine Verstärkung zu sein scheint, schlage ich vor, unsere Formel auch an andere Spezies zu testen. Anderen Spezies zu testen, okay, um zu sehen, ob wir nicht doch so ein ähnliches Resultat erzielen können. Hier ist meine kurze Liste mit potenziellen Kandidaten: Elch, Puma, Bär. Im Fangzentrum in der Nähe gibt es einen zahmen Bären, an den wir es probieren können, wenn wir ihn in die Finger bekommen. Ja, muss ich mal nah an. Der Bären wohl doch nicht so wirklich hinbekommen, was? Okay, da ist er zu. Hier waren wir schon drin. Ah, haha, hätte man fast was übersehen. Brian, bist du da? Wie laufen deine Experimente? Schon Erfolg gehabt? Ich habe Ihnen Ergebnisse bis zum Ende der Woche versprochen. Also, du musst dich echt mal beeilen. Ich meine, es sollte doch ganz klar sein. Die Formel wirkt bei Wölfen. Wie schwer kann es sein, sie auch für andere Tiere anzupassen? Melde dich auf jeden Fall. Mir sitzt Jacob im Nacken. Er will den neuesten Stand wissen. Ah, sieh mal einen an. Ja, den wird er wohl nie wieder erfahren, ja? Muss ich nur kurz hier. Ich habe hier gerade irgendwie das Problemchen. Ah, und schon bin ich frei. Ah, tut das gut. Das war ein bisschen zu eng. So. Raus hier. So, wo geht's denn jetzt hin? Oh, der Comic war gar nicht das Ziel. Haben wir den wirklich übersehen? Aber wir waren doch da drin. Haben wir den echt übersehen hier drin? Oh, haben wir. Und hier haben wir noch einen Zettel übersehen. Handschriftliche Notiz. Hey Jackson, würde es dir was ausmachen, meinen Kram noch eine Weile zu behalten? Ich gebe auf. Ich gehe auf Patrouille raus und habe keinen Platz, das alles mitzunehmen. Ich schaue Rückweg zum Chartlet vorbei. Spencer. Welches Zeug? Meint er die Sammelkarten? Da wird er blöd gucken, wenn er wieder ankommt. Oder gar nicht, wenn er dann tot ist und so. So, dann schauen wir mal. Hier haben wir noch mehr Baseballkarten. Dann machen wir hier eine Schnellreise mit Absprung.
Und dann dürften wir ziemlich fix an unseren Baseballkarten kommen. So. Hab ich hier einen Sprachfehler schon vom ganzen Saufen und Drogen nehmen. So ist es nämlich. Nach Saufen und Drogen kommen Sprachfehler und so. Bla 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 bla. Jetzt müssen wir erstmal. Ich glaube, die haben wir es überhaupt markiert. Ja, haben wir. Warum sehe ich es da nicht? Ach, da hinten. Okay. So. Da landen wir punktgenau auf der Straße. So ist das auch gut. Und hier wieder das Markenzeichen der Sekte. Ah, so kennt man sie. Diese ollen Schweine, die. So kennen wir sie ja. Ah, ein Bier. Ist leider leer. Sinner. Oh, da muss sehr sündiges Fleisch drin sein. Ja, alte Sportsocken ist nicht so mein Fall. Die können gern da bleiben. Ja, die Angelmutter brauchen wir auch nicht unbedingt. Verbandskasten schon mal bereit für die Verletzungen. Wobei es hier aussieht, als käme es ein bisschen zu spät. Oh, da. Oh, okay, ich sehe schon, dafür braucht man keinen Verbandskasten. Nee, ich gehe da mal. Ich gehe da mal. Da hat wohl jemand schon so ein bisschen vorgeblutet. Wenn ihr versteht. Ich kann noch gegenlaufen. Hallo? Herr Karibu? Okay, wir ignorieren einfach, dass das gerade passiert ist und schauen, wo diese Karten sind. Okay, da können wir nicht mehr reinklettern. Müssen wir wieder drum rumgehen. Waffe wegstecken. Achso, hier gibt es auch noch einen Eingang. Ach komm, mach's doch jetzt einfach. Ach da. Nice, dann hätten wir die auch. Hier, Tür auf. So, wo geht es denn nun als nächstes hin? Sparren-Siegewerk haben wir befreit. Dr. Sarah Pekins. Mobiles Labor der MCA. Und hier ist das Baron-Sägewerk. Ups, sorry. Und da reisen wir schnell hin. Okay, wir können hier einen Absprung machen. Dann würde ich sagen, ist das Video auch hier an der Stelle vorbei. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, Daumen nach oben oder auch einen Kommentar, wenn euch denn mein Content gefällt. Und vergesst nicht, das Video mit eurer Oma zu teilen, um ihr zu zeigen, was heutzutage so hip ist. Bis dahin, Tschüssikowski und goodbye.